Wir sind das Schulzentrum der Kreuzschwestern in Linz und wir haben ein Projekt namens YouCount entwickelt, welches von Schülern für Schüler ist. Mit diesem Projekt wollten wir das Verantwortungsbewusstsein der Schüler wieder stärken und haben das in dann 3 Schulen präsentiert, in insgesamt 27 Klassen, 135 Mal und somit 700 Schüler erreicht. Im Workshop Gesunde Ernährung haben wir die Schüler darüber informiert, wie viel Zucker in Getränken sich befindet. Und wie man hier sieht, im Cola befindet sich so viel Zucker. Am besten ist, wenn man Wasser trinkt. Deswegen haben wir seit Sommer neue Trinkbrunnen im Haus, die gereinigtes Wasser führen. Also wir haben uns mit dem Thema Luftgüter beschäftigt und da haben wir halt für jede Klasse einen Lüftungsplan erstellt, wie oft die lüften müssen. Und das ist durchschnittlich alle 7 bis 8 Minuten. Mit diesem Gerät haben wir den CO2-Gehalt gemessen und der Wert soll unter 1500 sein. Bei Strom und Licht haben wir die Geräte auf ihren Verbrauch gemessen und auf ein mögliches Einsparungspotenzial hingewiesen. Im Themenbereich Feinstaub wollten wir bei den Schülern Bewusstsein für diese gesundheitsgefährlichen Partikel schaffen. Wie wir in der Mobilitätsumfrage herausgefunden haben, ist das Auto ein sehr großer Verursacher von Feinstaub. Beim Bereich Mobilität haben wir herausgefunden, wie viel CO2 jeder Schüler unserer Schule verursacht. Dabei wäre es doch so einfach, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule zu gelangen, da unsere Schule immerhin pro Tag 43.000 Kilometer zurücklegt und das allein für den Schulweg. Das wäre ungefähr so viel, wie einmal die Welt zu umkreisen. Als projektbetreuender Lehrer freue ich mich einfach, dass die Schüler so engagiert sind und so kreativ, wenn es darum geht, sich für die Umwelt und für die Gesundheit einzusetzen.